Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4 in der Full House Challenge. Und es ist soweit, wir bauen endlich unseren Kellerpool, wenn man das so nennen kann. So, dafür muss ich jetzt erstmal einen Raum hier dran setzen. So, Kellerparty Pool. Das passt, oder? Ja, Mann. Keine Geldverschwendung oder so, nein. Wir setzen jetzt hier auch erstmal so eine schicke Tür rein. So, und jetzt muss ich das hier von außen mal anpassen, weil sonst finde ich das hässlich und das geht so nicht. Okay. Jetzt können wir hier drin ja mal was anderes nehmen, wenn das der Partyraum ist. Also als ob das Holz ist, das wäre auch geil, oder? Nee, halt, da. Ja, wenn das jetzt nicht so hässliches Holz wäre. Okay. Dann schon mal nicht. Wiesen, ich weiß nicht. Für diese Wand Premium, also mir gefällt die echt gut. Vielleicht nehmen wir auch Fliesen hier mit rein. Ist jetzt nur die Frage, welche Fliesen? Ey, wir machen hier mal so einen blauen Raum draus, oder? Mit schön hellen Bodenfliesen. Ja, erstmal hier das Gitter weg. So. Ja, nee, das sieht nicht gut aus. Nee, auch nicht. Das gefällt mir eigentlich nicht. Eigentlich nicht so. Wir können jetzt aber auch schlecht Holz hier reinmachen. Wohlgemerkt. Naja, also der Burner ist es jetzt nicht. Lol, der ist ja irgendwie neu, oder? Geil. Die ist neu, die kenne ich nicht. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Die ist neu. So. Schönen Partypool-Bereich. Oh, Leute, ich habe die Idee. Oh, geil, ey. Das wird mega im Moment. Jetzt bauen wir noch einen Keller drunter. Bauen hier die Wand mal weg. So. Das muss jetzt hier nochmal schön gemacht werden. Es geht nicht anders. Perfekt. Weil jetzt kommt hier auf jeden Fall noch so eine Treppe hin. Die drehen wir besser mal. Ah, kann ich die nicht ein zurücksetzen? Das wäre halt echt schöner, ehrlich gesagt. Wobei, so geht das auch. So geht das auch. Haben wir hier irgendwo ein Geländer? Hier haben wir ein Geländer, ne? Und hier, man lerne und staune. Machen wir jetzt einfach solche geilen Fenster rein, ey. Nein, das passt nicht. Nein! Gottes Willen. Perfekt. Geil, ey.
schönes Ding. Überleg gerade, was wir hier machen. Aber wir machen da vielleicht einfach einen ganz normalen Pool draus. Keine anderen Objekte überschneiden. Wollt ihr mich eigentlich vereiern? Move Objects. So, und wie das hier das kann, ey. Also, nee. Geradezu, oder? Würde ich sagen. Nee. Wir machen das hier. Ja, doch. Ja, doch. Den Boden hier noch mit rein. Was hat denn der hier weggemacht? WTF, wo haben wir das denn alles gewonnen, ey? Das sind diese ganzen Karrieresachen, ne? So. Wir waren hier noch nicht ganz fertig. Ich muss echt noch mal gucken. Ach ja, ach ja. Ich kann mich hier gar nicht entscheiden. Ich muss hier immer gucken, weil das sieht alles so gut aus. Perfektes Licht. Sehr schön. Das ist sowas von der Partybereich hier, ey. Solche Blumen kann man doch immer gebrauchen. Nee, das sieht hässlich aus. Wie sieht's denn mit diesem... Ey, das Muster passt auch perfekt hier hin, ne? Aber irgendwie ist es hässlich. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen hier Dampfomat. Der Darmformat, der muss jetzt hier einfach sein. Oder wir packen das am besten mal gleich so in die Ecke. Abdeckung. Wow, das sieht man ja super. Das vielleicht in Blau? Ja, warum nicht? Huch. Genau so wollte ich das, ey. Perfekt. Der Dampfomat muss leuchten, das geht nicht anders. So, dann kommt jetzt hier nämlich noch Licht hin. Aber irgendwie ein bisschen schöner und unauffälliger, habe ich mir überlegt. Das sieht doch nicht verkehrt aus. Kommen hier so drei hin. Können wir hier so einen Wasserfall einbauen oder so, damit das noch ein bisschen gekonnter aussieht. Wir können ja auch nur das hier als Licht verbreiten. Das hätte auch was. So. Ja, das passt schon. Machen wir das hier unten jetzt auch noch so.
Oh Mann. Ja, das reicht, das reicht. Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? So. Mal gucken. Wo wir jetzt Partysachen finden, das ist jetzt die nächste große Frage. Das hier sieht doch schon mal so aus, ich habe hier was gesehen. Lol. Ey, das passt ja perfekt. Gibt es auch ein Tickchen kleiner? Ich glaube, das passt dann besser. Ja, doch, so passt es, glaube ich, besser. Wenn wir jetzt hier noch so das passende DJ-Material finden, erstmal eine Espresso-Bar hier hinstellen. Ich finde, das ist eine gute Idee. So. Der DJ-Pult, ein Quantum Retro. Den finde ich gut. Nur die Frage, wo der stehen soll. Vielleicht hier so? Dann nehmen wir so eine Ecke, ne, würde ich sagen. Dann hier so vor. Nee, auch nicht. Eigentlich ist das schon schöner, ne? Doch, ich glaube, das sieht besser so aus. Theoretisch können wir das auch alles noch mal nach hier verschieben. Doch, das sieht dann besser aus. Jetzt muss ich hier das Treppendesign noch mal klauen. Vielleicht hier noch eine Wand einfach hinstellen. Ja, warum nicht? So eine Wand kann man mal gebrauchen. So. Das königliche Mikrofon. So, wer Bock hat, kann dann hier seine Rede halten. Nee, das passt einfach nicht. Das passt einfach nicht. Aber wenn man schon mal hier unten ist, könnten wir doch hier diese Massagebänke mal hinstellen. Wäre mal eine Idee. Vielleicht bringen die ja was. Dann neigen wir hier noch so zwei Stühle ein bisschen hin. Wobei eine so eine Massagebank reicht dann aus, ne? Aber wohin damit? Ja doch, wir stellen das jetzt so dahin. Fertig. Was haben wir noch Schönes? Die hippe Tanzkartonfläche.
Hals- und Beinbruch. Dann haben wir hier Bühne. Braucht man eigentlich auch nicht, ne? Wenn wir hier eh mehr so Wellness machen. Oh, wir können Karaoke unten hinstellen. Nee, oder? Es geht eigentlich. Und dann machen wir hier halt so eine Wand hin. Dann sieht das besser aus. Gucken wir einfach mal. Jeder hat natürlich Karaoke im Keller stehen. Oh, dann könnten wir das DJ-Ding hier hinpacken. So, es gibt aber auf jeden Fall noch so DJ-Effekte, so dass man hier irgendwie so Rauch. Warte mal, ich guck mal hier. Vielleicht Beleuchtung? Ne, mehr so Elektronik, oder? Verschiedenes. Sternuhr. Es gibt einen Staubsaugerroboter. Das ist ja geil. Das wusste ich gar nicht. Cool. So ein Ding brauche ich jetzt hier hin. Es musste jetzt einfach mal sein. Unser Geld verlässt uns, aber ich gucke jetzt mal kurz weiter. Röntgenapparat. Großer Energietransistor. Computerregal. 3 Etagen. Ey, ich finde hier Dinge, das ist der Wahnsinn. Mess- und Erfassungsstation. Ich würde vorschlagen, wir verkaufen jetzt mal den ganzen Kram, den wir hier haben. Und was wir irgendwie nicht brauchten. So. Jetzt haben wir nämlich schon mal wieder etwas Geld. So, ich glaube, hier sind wir nicht richtig. Apparate. Was denn? Empfangstheke. Gesundheitstisch. Dass das unter sonstiger Apparate ist, ist auch gut. Ach hier, guck mal. Lasershow. Das habe ich gesucht. So, weil dann machen wir nämlich einmal eine Lasershow zum Bad rein. Was ist das hier Geiles? Kerzenschüssel. Lol. Unter Wasser. Auf jeden Fall. Ganz normal. Bitte nicht rumbangen, mein Freund. So, und den stellen wir vielleicht ein bisschen hier hin. Dann haben wir nämlich hier schon mal DJ-Zeug. So, Aktivitäten und Fähigkeiten. Vielleicht finden wir hier noch mal auf die Schnelle etwas. Lol, das... Oh mein Gott, ist das cool. Das quasi so als Raumtrenner. Nee, nee. Ich mach's weg.
Ein Zelt hier hinbauen, ey, das ist eine super Idee. Das Podos. Ja, somit wären wir auch schon recht am Ende. Und da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.